Wir reden hier heute mal über ein Thema, das irgendwie jeden interessiert, aber keiner so richtig drüber spricht: Sex und Pornos im Internet. Über das Smartphone, Tablets oder den eigenen Laptop zu Hause, heute ist es für kaum jemanden mehr ein Problem, sich im Internet anzuschauen, wie andere Leute miteinander schlafen. Aber so richtig drüber reden tut keiner. Was muss man eigentlich wissen über Pornos und den Sex, den man da im Internet sehen kann? Darüber möchte ich heute mit einer Expertin sprechen. Hallo, herzlich willkommen, liebe Saskia, hier bei uns im Handysektorstudio. Erzähl doch einmal kurz zum Anfang, wer bist du, warum kannst du heute mit uns über das Thema Pornografie reden? Hi, Saskia Nakkari ist mein Name. Genau, ich bin im Rahmen meiner Tätigkeit als medienpädagogische Referentin am Stadtmedienzentrum für den Bereich Jugend- und Medienschutz zuständig und da gehört Pornografie im Internet dazu. Und ich werde dann ab und zu mal von Schulen befragt, ob ich nicht mit Achtklässlerinnen beispielsweise über das Thema Pornografie und Sexualität sprechen kann, weil die Lehrer es nicht so gerne machen. Ja, das kann ich mir so ein bisschen vorstellen. Das heißt, du hast schon ziemlich viel Erfahrung damit und auch damit, was Jugendliche und Sex und Pornos im Internet, was sie so miteinander zu tun haben. Bevor wir weiterreden, das Wort Porno hat, glaube ich, jeder schon mal gehört, aber was sind eigentlich Pornos? Also ein ganz guter Trick, um zu schauen, ob auch die Zielgruppe, mit der man es zu tun hat, irgendwie auch Pornos gesehen haben, ist dann immer ganz gut zu fragen, wo habt ihr denn Pornos gesehen? Weil viele sagen, ja, klar, das habe ich schon gesehen oder fast alle. Und sobald die dann halt sagen, dass sie es im Fernsehen gesehen haben, ist mir dann schon klar, okay, da reden wir nicht über Hardcore-Pornografie, sondern das ist nochmal eine Abstufung davon. Und zwar, ich glaube, es wird auch gesetzlich so geregelt, dass man halt Softcore- und Erotikfilme hat. Die kriegt man dann auch im Fernsehen zu sehen. Und dann gibt es halt noch die Hardcore-Pornografie, die sehr einseitig den Sexualakt und auch die intimsten Stellen zeigt und die Kamera wirklich genau drauf hält. Okay, wir können uns also merken, wenn ich jetzt meinen Lieblingsfilm im Fernsehen gesehen habe oder irgendwie auch auf Netflix oder so und da ist dann ein Liebespaar und die sind unter der Decke und küssen sich und da passiert was und man weiß, die haben Sex, das ist aber noch kein Porno. Für ein Porno müsste ich dann schon irgendwo anders nachschauen, um sowas zu finden. Ab welchem Alter sind denn Pornos freigegeben? Grundsätzlich sagt unser Jugendschutzgesetz oder unser Jugendmedienschutzstaatsvertrag, dass man Pornografie nur zugänglich machen darf Jugendlichen ab 18 Jahren. Also grundsätzlich kann ich mir das anschauen, was ich im Netz finde. Da mache ich mich selber nicht strafbar, auch als Jugendlicher nicht. Aber diejenigen machen sich dann strafbar, die es anbieten für Okay. Jugendliche unter 18 Jahren. Ist es denn auch wirklich so, dass erst Jugendliche ab 18 Jahren sich Pornos anschauen oder sieht es in der Realität ein bisschen anders aus vielleicht? Klar, da spielt Neugierde natürlich eine Rolle oder wie gesagt, einfach diese Zufallsbegegnung mit pornografischen Darstellungen. Also grundsätzlich sagt man, das Durchschnittsalter von Jugendlichen, wo sie das erste Mal ungewollt auch damit in Berührung kommen, sind 11 oder 12 Jahre. Das ist ja doch deutlich früher als 18 Jahre. Aber was ich auch noch mal festhalten will an der Stelle ist, du hast es schon gesagt, in Deutschland darf man Pornografie erst ab 18 Jahren Jugendlichen zugänglich machen. Wer Pornografie aber früher sich schon anschaut, der ist dann nicht strafbar. Also da steht dann nicht die Polizei vor der Tür und sagt, du hast hier aber was angeschaut. Gibt es denn da Unterschiede zwischen Jungs und Mädchen, dass sie das irgendwie anders nutzen? Unterschiede gibt es auf jeden Fall. Also für Jungs ist es total normal, irgendwie Pornos zu gucken und es ist auch irgendwie so akzeptiert. Ja, Jungs machen das halt so, aber auch Mädchen kommen nicht drum rum und es gibt mit Sicherheit welche, die da sich das anschauen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Viele sagen auch, ich muss mir das irgendwie anschauen, damit ich auch weiß, was Jungs eigentlich gut finden. Die sind da auch ein bisschen verunsichert, ja, aber empfinden meist Pornos als etwas unangenehmer als Jungs. Aber das ist auch überhaupt gar kein Wunder, weil da klar sein muss, dass Pornos eigentlich vorwiegend immer noch von Männern für Männer gemacht werden. Das heißt nicht, dass es nur reine Männerfantasien abdeckt, aber das Erregungspotenzial ist so voll auf Männer ausgelegt und bei denen funktioniert die Sexualität einfach auch ein bisschen anders. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, man sieht da ja irgendwie Sexualität. Und wenn ich jetzt irgendwie vor meinem ersten Mal stehe und mich irgendwie informieren will, wie läuft das alles ab, was muss ich da machen, was muss ich da können? Oder vielleicht auch sage, okay, ich will jetzt irgendwie richtig abliefern. Sind dann Pornos eigentlich eine gute Infoquelle, wo man dann auch nachher weiß, so mache ich das und dann ist alles gut? Nee, da gibt es so ein gutes Stichwort, ja. Also von wegen, woher erfahre ich, was ich jetzt richtig machen soll oder so. Das ist so dieses Abliefern. Frauen haben das Gefühl, ich muss da eine Performance liefern, damit er das super findet und. Das ist natürlich irgendwie sehr schade, dass man nicht in den Bereich reinkommt,
der Lust, der gegenseitigen Lust spenden. Ja, also dass es einfach darauf ankommt, wir wollen uns gemeinsam was Gutes tun, wir wollen uns Liebe geben und hören dann eigentlich ganz tief in uns rein, anstatt halt an der Oberfläche zu sagen, zu schreien. So zum Beispiel zu schreien. Ja. Ja. Genau, klar, da sind Jungs manchmal irritiert, ja, wenn die Mädels halt nicht stöhnen auch und die Mädels dann so, muss ich jetzt stöhnen? Mhm. Und da ist halt dieser, da merkt man diesen Performance-Druck so, ich muss jetzt die Performance und wenn die nicht läuft, dann war ich halt nicht gut, ja. Mhm. Und das ist sehr schade, dass es halt in die Sexualität so reinläuft, weil darum soll es ja eigentlich nicht gehen. Mhm. In Pornos ist es ja immer so, dass man findet alles gut, die können krasse Stellungen, die sind sehr, sehr gut bestückt, sehen super gut aus bei allem. So ist es im echten Leben nicht. Und jetzt wissen wir schon mal, dass Pornos nicht die beste Infoquelle sind, wenn man sich vorbereiten will und wissen will, wie ist eigentlich Sexualität so. Wo kann ich mich denn informieren, wenn ich wirklich Infos haben möchte? Also als Tipp kann ich da wirklich geben, die Bravo Dr. Sommer YouTube-Seite, yeah. Die sind da jetzt tatsächlich, es gibt es nicht nur als Printversion, man muss nicht so blättern und die Fragen durchlesen, yeah. Sondern die machen das sehr anschaulich, es ist ein Mann und eine Frau, die das sehr humorvoll auch irgendwie umsetzen und wirklich wichtige Themen auch ansprechen. Dann kann ich Loveline empfehlen, das ist auch eine tolle Seite von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung für Jugendliche. Viele Infos, vor allem kann man auch mal Fragen stellen, sehr anonym. Die werden von Pädagogen irgendwie beantwortet, die da wirklich einen ganz guten Blick drauf haben. Und dann gibt es natürlich auch grundsätzlich Seiten wie ClickSafe oder Handysektor auch, die da Materialien zur Verfügung stellen, wo man immer mal einen tieferen Einblick kriegt. Ja, das ist ein sehr guter Hinweis, den du da gibst. Wenn ihr da jetzt hier in der Infobox mal guckt, dann findet ihr einen Link, wo ich mal ganz viele tolle Infoseiten für euch zusammengestellt habe zu verschiedenen Themen da. Gibt es denn irgendwie andere Gefahren noch, wenn ich mir jetzt die ganze Zeit Pornos reinziehe? Was ich zum Beispiel am allerkritischsten sehe, ist der Bereich der Geschlechterrollenbilder, die da vermittelt werden. Wie gesagt, ich habe gerade schon erwähnt, dass sehr viel männliche Dominanz da eine Rolle spielt. Die Frau unterwirft sich, die Frau ist ständig verfügbar und ständig muss alles lustvoll. Mitmachen. Genau, und die macht das auch alles so unheimlich gerne und. Aber an sich, was da so vermittelt wird, der Mann als der mächtige Stecher und die Frau als die untergeordnete, lustvoll alles machende, das finde ich sehr kritisch. Aber an sich per se machen Pornos nicht krank oder sie machen auch nicht sofort abhängig und man ist überhaupt nicht mehr in der Lage, ein normales Sexualleben zu haben. Ich habe das auch schon total oft gehört, dass Jugendliche, obwohl sie es nicht wollen, von irgendjemandem pornografische Inhalte per WhatsApp zum Beispiel zugeschickt bekommen. Wie sollte man denn mit sowas am besten umgehen? Was muss man dazu wissen? Ganz klar, das ist verboten, ja, dass man es jemand anders weiterleitet, der noch nicht 18 Jahre ist. Das heißt, wenn man selber unter 18 ist und sowas zugeschickt bekommt, wäre schon auf jeden Fall ein Weg, das der Polizei zu melden. Die muss dem dann nachgehen, weil das genau nach dem Strafgesetzbuch nicht erlaubt ist. Aber wenn man natürlich den Kontakt hat zu der Person, die einem das geschickt hat und auch da keine bösen Absichten hegt, reicht es manchmal auch, die Person darauf hinzuweisen, zu sagen, hey, ich bin noch keine 18 Jahre, du schickst mir das zu. Das ist ganz klar verboten. Und wie gesagt, man sollte es natürlich in gar keinem Fall dann nochmal weiterleiten, in dem Wissen, dass es Personen erreichen könnte, die unter 18 Jahren sind. Vielen Dank, Saskia. Das war echt sehr aufschlussreich. Ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen. Und zu euch kann ich nur sagen, wir haben heute viel gelernt über Pornokram. Klickt doch gleich mal den Handysektor-Abonnieren-Button an.